7 Tage, 7 Videos, jeden Tag um 17 Uhr, die Moto Bootcamp Week 2016. Heute geht es um das Thema gebrauchte Motorräder kaufen. Das und mehr nach dem Intro. Jeder von uns kennt das. Wir sind Schüler, arbeiten noch nicht sehr lange oder noch in der Ausbildung und haben deswegen sehr wenig Geld. Doch wir wollen Motorrad fahren und wollen ein cooles Motorrad fahren. Deswegen gibt es tolle Gebrauchtseiten, wo du Motorräder finden kannst. Doch es gibt viele schwarze Schafe, wo du sehr aufpassen musst, was du kaufst eigentlich. Denn es sind ja trotzdem noch immer 5.000, 10.000 Euro, die du ausgibst für ein Motorrad, das gebraucht ist. Deswegen heute mal eine Checkliste, die ich euch übrigens auch unten in die Beschreibung gepackt habe, wo ihr eure Checks abhaken könnt und wisst, ob das Motorrad gut für euch ist oder nicht. Wir arbeiten das Ganze chronologisch ab und wir beginnen bei der Thema Vorbereitung. Was mache ich, wenn ich das Motorrad gefunden habe, das besichtigen möchte, einen Termin habe, bevor ich dorthin fahre? Zuerst, ich erstelle mir eine Checkliste. Super gemacht, Leute, unten in der Beschreibung rauskopieren, ins Handy kopieren, fertig, mitnehmen. Dann solltest du als nächsten Punkt beachten, guck dir das Motorrad an im Internet. Nicht auf der Seite, wo du die Bilder siehst, sondern in Google. Google Bilder und gib den Namen deines Motorrads ein. Dann wirst du sehen, okay, du musst erstmal finden eine Originalseite, ein Originalbike, wo nichts verändert wurde. Das solltest du dir genau angucken und dann vergleichen mit deiner Maschine, die du in Willhaben oder 1000 PS oder sonst irgendwo gefunden hast, vergleichst. Dann siehst du schon, hat er einen Auspuff geändert, hat er die Blinker geändert oder hat er die Maske verändert, ist eine andere Verkleidung drauf. Das alles aufschreiben, in deine Checkliste reinschreiben und abwarten. Nichts sagen, erstmal abwarten und hinfahren. Dann kommen wir nicht zum nächsten Punkt. Als ersten Punkt mache ich immer persönlich diesen Besitzercheck, sage ich mal dazu. Ich gucke mir den Besitzer an, der dieses Motorrad hat. Ist der ordentlich? Sieht der ordentlich aus? Hat der seine Papiere beieinander? Ist der Schlüssel da? Ist der Typenschein da? Ist der Zulassungsbericht da? Vor allem ist auch der letzte Prüfbericht vom Pickerl da. Dort stehen nicht immer Mängel und so weiter drin. Die braucht ihr sowieso zum Anmelden, aber lasst euch diesen Pickerlbericht unbedingt zeigen, denn dort stehen Fehler drin. Und das ist so das Erste, was man vielleicht machen kann oder auch nicht. Zuerst vielleicht Motorrad noch ein bisschen angucken, aber das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Wo hat er die Zettel? Hat er sie in der Mappe? Hat er einen großen Haufen, wo er ihn rauszieht? Oder wo hat er? Ist es ein ordentlicher Mensch? Dann wisst ihr auch, wie sein Motorrad gefahren ist. Weil ein unordentlicher Mensch wird auch seine Papiere ziemlich unordentlich gelagert haben und vielleicht auch unordentlich mit dem Motorrad umgegangen sein. Wurden alle Wartungsintervalle in Fachwerkstätten gemacht oder wurden sie von seinem Kollegen gemacht? Oder sagt er gleich, ich habe keine Wartungsintervalle gemacht. Lasst euch Rechnungen zeigen, wenn er sagt, er hat sie in Werkstätten gemacht. Wenn er sagt, es hat ein Kollege gemacht oder ein Mechanikerfreund, dann lasst es mal stehen, weil wir werden später drauf kommen, ob das stimmt oder nicht. Wir gehen nämlich jetzt erstmal zum Motorrad. Der erste Eindruck eines Motorrads zählt natürlich vollkommen. Guckt euch die Verkleidung an. Hat die Verkleidung Kratzer, Beschädigungen, Ecken, Kanten sind abgebrochen? Was ist mit der Verkleidung? Ist die original? Ist da was lackiert? Wie sieht die aus? Das solltet ihr auf jeden Fall checken, weil wenn Kratzer in der Verkleidung sind, heißt das vielleicht, dass sie einen Unfall gehabt hat. Oder gar einen Unfall. Oder sie ist irgendwo gestreift oder sonst irgendetwas ist passiert. Lasst euch das erklären und vor allem, wenn ihr entdeckt, dass etwas nicht stimmt und nicht original ist, sagt noch nichts. Wartet weiter ab, sammelt eure Beweise, notiert es euch vielleicht am Handy, dass ihr es nicht vergesst und dann geht weiter die Kontrollliste ab. Zuerst alles kontrollieren und dann sprechen, dann könnt ihr vielleicht noch ein bisschen was mit dem Preis machen. Kann man immer mal schauen. Danach solltet ihr erstmal das Motorradöl kontrollieren. Ist das Motorradöl schön schwarz oder ist es weiß oder hat es komplett eine andere Farbe? Ist es verfärbt, das Öl? Es muss schwarz sein, das Öl. Das solltet ihr auch kontrollieren bei einem Motorrad. Denn das ist auch wieder Motorrad, ist der gesund, ist der kaputt oder was ist mit dem Motorrad eigentlich los? Das gesamte Motorrad sollte natürlich auch nach Motorradöl-Austritt untersucht worden sein von euch. Greift unter die Verkleidungen bei den Naked Bikes, greift den Motorblock ab. Ist da Öl drauf? Gerade jetzt, wenn es noch steht, könnt ihr mal gucken. Und natürlich sieht man es auch, er kann es nicht alles wegwaschen. Öl wäschst du nicht so einfach von dem Motorrad ab. Das solltest du gucken mal. Wie gesagt, hinter die Verkleidung greifen oder so, das funktioniert immer, dann siehst du gleich, Dreck darf natürlich da sein, aber es sollte nicht zu viel Öl oder es soll kein Öl da sein. Dann solltest du nach oben gehen zu den Gabeln. Die Gabeln dürfen auch nicht mit Öl überzogen sein. Schön trockene Gabeln sind wichtig. Dann setzt du dich erstmal auf dein Motorrad drauf, guckst dir das an und probierst mal die Gabelfederung aus. Schlägt sie direkt durch, also sitzt du sofort auf, dann kannst du nach Hause gehen. Dann ist die Gabel nicht kaputt. Dann musst du eine neue Gabel machen und das ist teuer, kostet viel Geld, haben wir ja nicht, also geh nach Hause. Hat keinen Sinn mehr. Als nächstes, wenn du schon mal am Motorrad drauf sitzt,
schau dir mal die Lichter an. Schalt dir die Blinker ein, schalt dir die Lampe vorne, hinten, überall ein, leuchtet alles richtig. Gerade bei veränderten Blinkern kann es immer mal wieder vorkommen, dass ein Relais nicht richtig gemacht wurde oder dass irgendwas nicht richtig verkabelt wurde und vielleicht deswegen gar nicht funktioniert. Guckt euch das an, überprüft das. Es ist kein Punkt, den man vernachlässigen sollte. Danach steigt man wieder ab vom Bike. Wir brauchen es noch nicht starten, wir brauchen noch nichts hören. Das hat alles noch nicht wirklich so viel Relevanz für uns. Wir wollen jetzt nicht erstmal die Reifen kontrollieren. An den Reifen siehst du erstens das Fahrverhalten von dem Fahrer und da würde ich einfach mal so die grobe Frage stellen, bevor ich mir die Reifen angucke, ob wie er gefahren ist. Ist er ein sportlicher Fahrer gewesen, ein gediegener Fahrer oder so einfach wie er gefahren ist früher. Und dann guckst du mal den Hinterreifen an. Dann siehst du nämlich entweder einen Angststreifen, komplett Reifen, die was wirklich gut gefahren wurden, oder sehr alte Reifen. Das sind drei wichtige Punkte, die du beachten solltest. Reifen auf einem Motorrad sollten nicht älter als 5 Jahre sein. Und zusätzlich dürfen natürlich die Indikatoren nicht da sein oder herauszustehen. Achtet auf die Mindestprofiltiefe. Reifen sind teuer. Ich habe für meinen Motorrad jetzt frisch Reifen 210 Euro zahlen müssen. Und das ist Geld, was wir einfach am Anfang auch vielleicht nicht haben. Ist natürlich auch ein Faktor, den du dann das Endergebnis oder den Endpreis ein bisschen drücken kannst, wenn die Reifen alt sind. Schreib das auf deine Liste und zum Schluss gehst du nochmal mit ihnen den Preis dann durch. Und dann siehst du eh, wo ihr steht. Wenn du dann schon unten bei den Reifen bist, kontrolliere auch gleich mal die Bremsscheiben. Haben die Rillen, Kratzer oder sonst irgendetwas? Drück sie mal fest, ist der Bremspunkt richtig? Funktionieren die Bremsen überhaupt? Das solltest du alles vor dem Losfahren testen. Danach gehst du nochmal nach hinten, wenn du vorne und hinten kontrolliert hast, guckst dir mal die Kette an. Die Kette ist auch so ein enorm schöner Punkt, wo man vieles erkennen kann am Fahrer, wie pflegsam der umgegangen ist. Frage hierzu eine Frage davor. Ob er die Kette mal getauscht hat, ob er da was gemacht hat oder ob er das nie nachgespannt hat, wie das mit seiner Kette aussieht. Dann schaust du das an und siehst es eh gleich. Hat er was gemacht? Hat er nichts gemacht? Bei der Kette gilt, die Kette muss gespannt sein. Sie darf nicht locker sein und sie darf nicht sich abheben lassen hinten um 0,5 cm. Dann ist die Kette im Arsch und du müsst eine neue kaufen. Ketten tauschen heißt gleich Ritzel und Kranzel tauschen, ist wieder eine teure Sache, kostet wieder Geld im Endergebnis. Und da würde ich auch noch sagen, guckt euch auf jeden Fall das Ritzel und Kranzel an. Das ist das vordere Zahnrad und das hintere Zahnrad. Da seht ihr nämlich, wenn es sehr spitz ist, dass ihr es bald tauschen müsst, weil es kaputt sein wird. Da geht dann irgendwie die Kette im Arsch und dann fängt wieder alles von vorne an, das ganze Spiel. Da hilft ja auch eine neue Kette nämlich nichts. So Leute, jetzt haben wir in der Checkliste viele Punkte abgearbeitet und wissen auch einiges Neues. Er hat was verändert, er hat nichts verändert und jetzt kann ich mit ihm reden. Ob er irgendwas an dem Motorrad verändert hat in seiner Zeit. Was hat er repariert? Was hat er machen lassen in der Maschine? Das möchtest du wissen. Und dann deckst du das mal mit deinen Aufzeichnungen ab. Pass vielleicht auf, wenn du was aufgeschrieben hast, dass er das nicht unbedingt sieht. Du musst ja nicht alles ihm offenlegen. Zeig ihm nicht das, was du aufgeschrieben hast und red mal mit ihm. Ja, dass die Verkleidung nicht passt. Und wenn das nicht passt, dann zeig ihm das von mir aus auch. Wenn er es dir nicht glaubt oder wenn er sagt, ja, das stimmt nicht, dann wenn ihr euch nicht vertragt, dann geh wieder nach Hause. Such dir ein neues Motorrad. Es gibt viele auf dem Markt. Deswegen passt da auf. Dann, wenn du herausgefunden hast, er hat dich nicht angelogen, könntest du weitergehen. Okay, was wurde verändert? Was ist defekt? Und vor allem, sind die Reifen jetzt richtig oder muss ich neue Reifen kaufen? Muss ich neue Bremsbelägen kaufen? Das alles zum Schluss zusammensammeln und dann mit ihm nochmal über den Preis verhandeln. Meistens lassen sich die schlauen Verkäufer ein bisschen runterhandeln und die noch schlaueren lassen sich nicht runterhandeln, aber dann würde ich es auch nicht kaufen. Ich würde beim Motorradfahren niemals ein Motorrad kaufen, ohne gehandelt zu haben. Ich handle jedes Mal, wenn ich mir ein Motorrad kaufe und das funktioniert auch. Ihr müsst einfach die richtigen Argumente liefern und damit eure Checkliste habt ihr schon sehr professionell gegenüber ihm gewirkt. Ein Mensch, der ein Motorrad einmal verkauft, der hat vielleicht nicht die Erfahrung im Verkaufen. Und ihr wirkt dann viel professioneller und als hättet ihr die Ahnung von dem, was er sagt. Das ist das Tolle daran. Dann kannst du nämlich wirklich mit dem Preis noch einiges nachdrücken. Ich habe bei meiner Maschine, ich glaube, 600 Euro rausgeholt im Endeffekt. Wenn ich hingefahren wäre und genommen hätte, hätte ich 600 Euro mehr zahlen müssen. Aber ich bin halt mit meiner Liste hingekommen, habe meine Sachen abgearbeitet, habe gesagt, das ist kaputt, da muss ich was nachzahlen und so weiter. Und dann kommt einfach ein Preis raus und dann sagst du ihm. Setzt ihn aber niedriger an, als du geplant hast. Also wenn du zahlen willst 6.500 Euro, dann setze bei 6.000 Euro an, als kleiner Tipp. Und du kannst immer noch hochgehen. Wenn der Verkäufer zwiespältig vorkommt, dann natürlich nicht handeln, sagen, okay, hey, cool, danke, dass du mir gezeigt hast und nach Hause fahren. Aber wenn du optional siehst, dass du dieses Motorrad kaufen möchtest, dann versuch, wie gesagt, ein bisschen tiefer zu setzen, hochzugehen, versuch zu handeln. Sei nicht dumm, spar dir Geld.
ist im Endeffekt dann auch positiv für dich und für deinen Geldbeutel, weil Ausrüstung kommt ja noch einiges auf dazu. Was ich ja gestern schon gemacht habe. Wenn ihr hier übrigens auf das i drückt, kommt ihr zum gestrigen Video. Da habe ich erklärt, was ein Motorradfahrer eigentlich so braucht, um aufs Motorrad aufsteigen zu dürfen. Ansonsten bleibt mir jetzt eins zu sagen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich bei dieser Motorweek unterstützen würdet, dieses Video liken würdet und falls ihr Fragen habt oder Antworten sucht, in die Kommentare schaut und beantwortet oder eben die Frage stellt. Ansonsten dieses Video positiv bewerten würde mir helfen. Und ich habe mal unter einem Video gelesen, dass ein Daumen nach oben immer was Gutes ist. Deswegen klickt drauf und abonnieren nicht vergessen. Haut rein und pfiat euch!